Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Willkommen zu einer weiteren Folge von Star Wars. So, natürlich spielen wir logischerweise spielen wir weiter on stream gerade. Ich nehme ja nur nebenbei auf für YouTube, also von dem her. So, wir haben Fähigkeiten, die wir ausgeben können. Dann machen wir das. Bin halt der Meinung, dass wir noch ein bisschen was für Leben holen sollen. Ein Schwert mache ich nicht mehr. Zwei Schwerter, Doppelklinge. Halte LB und drück X, um vorzustoßen, während du das Lichtschwert kreisförmig bewegst. Führe einen Wirbelschlag aus, wenn du Y loslässt. Den nehme ich. Moment, du gibst einen aus. Ja, schon immer. Oh, schön. Okay. So, wir sind jetzt tatsächlich an der Waldanlage angekommen. In der letzten Folge haben wir die Reise bis hierhin gesehen. Was ist das, du? Was zur Hölle ist es da oben? Und warum ist das groß und kann fliegen? Wie, du fliegst auf mich zu. Ich sag's dir. Achso, das sind diese komischen Flöhe. Du hast vielleicht... ich habe vergessen zu speichern. Moment. Also ich habe gespeichert, so ist nicht, aber ich muss mich ausruhen. Lass uns hier eine Pause machen. Muss sie noch mal killen. Moment. Wie kannst du mich denn... Hallo? Ich fühle mich gemobbt von einem Vogel. Oder was auch immer du bist. Da komme ich nicht durch. Ja, das ist richtig. Habt ihr gesehen, wie der Vogel mich einfach zweimal niedergehauen hat? Ich sag euch, das sind unfaire Vögel. Kein Sturm. Der Ort scheint verlassen worden zu sein. Vergessen. Ja, ich schätze, sie hat es nicht vergessen. Auch nach all den Jahren hat sie nie ihre Mission... Das Spiel auf EA, ja. Enttäuschen wir sie nicht. Ja, Jump'n'Run-Profi Akaya ist wieder am Start, sagst du? Hallo, kann ich... Ich wäre gerade fast wieder hingefallen. Da ist dieser Vogel. Der Vogel ist halt noch größer. Ah, danke schön, Melfi. Ah, du bist aber ein ziemlich hässlicher Vogel. Diese Kreatur steckt wohl fest. Ich kann sie nicht losschneiden. Fürs Erste müssen wir unten durch. Okay, da kann, okay, wenn er feststeckt, kann er mir schon mal nicht auf den Keks gehen. Finde ich gut. Ja, hier. Abkürzung. Ah. Sag mal, der hat auch Gefühle. Ja, aber der ist groß und der kann mich einfach zerdrücken. Einbahnstraße. Thank you.
Es war so klar, dass der Vogel ausrastet. Das tat weh. Suchen wir uns einen anderen Weg. Wir helfen ihr später. Guck genau deswegen, Paul. Eine Vogel guckt seine anderen Vögel an. Irgendetwas hier hat einen mächtigen Appetit. Ich verstehe diesen Vogel nicht. Ich brauche Hilfe. Tür ist von der anderen Seite verschlossen. Ich kann nicht allen weglaufen. Warum? Was habe ich dir denn getan? Hallo? Nein, ich habe tatsächlich sehr viel Speicherplatz zur Verfügung, deswegen, was ich dir empfehlen kann, ist das Spiel einfach komplett zu deinstallieren und dann sozusagen neu zu installieren. Ich weiß nicht, warum EA den unkomprimierte, also gefühlt haben die das Spiel unkomprimiert hochgeladen, weil das Spiel ist 124 GB groß, was ich nicht verstehe. Teilweise Warzone war damals größer. Oh, warte, okay, die hat irgendwas gesehen. Ich würde dir empfehlen, einfach zu deinstallieren, dann hast du ja den Platz wieder frei und dann kannst du sie wieder frisch installieren. Ich weiß, es ist doof, aber ich hätte jetzt keinen anderen Weg, dir zu helfen irgendwie. Du bist ein Matrix-Man, danke schön für dein Follow. Will ich da unten rein? Das ist so die Frage. Dann scannen wir die. Wir haben diese Technologie schon mal gesehen, nur nicht in dieser Größe. Genau wie sie es kann. Ich nehme den jetzt einfach mal mit. Das ist jetzt mein Ball. Und ich werfe gleich diesen Ball dem Vogel auf den Kopf. Geh weg. Zu mir. Abkürzung freigeschaltet. Da kommen wir niemals lebend durch. Natürlich. Oh. Was ist hier hinten? Nee, ich muss gar nicht hier lang. Ich muss, glaube ich, gar nicht hier lang, oder? Doch, muss ich. Doch.
Ja, zwischendurch ruckelt's leider echt häufig. Das wird bestimmt lustig. Ja, wird's bestimmt. Schieß nochmal. Danke. Okay, laut der Navigationshilfe muss ich aber nicht da lang. Ey, wir folgen der Navigationshilfe. Bevor ich random irgendwo rumlaufe. Gucken wir nochmal ganz kurz leben. Und durchatmen. Ja, die müssen halt manchmal zwischengespeichert werden, das stimmt. Finde ich das cool? Nein. Hä? Jetzt sagt das, ich muss wieder da lang. Ja, komm her. Warum kann ich das Ding nicht blocken? So, jetzt muss ich hier lang. Richtig? Ja. Dann laufen wir jetzt auch hier lang. Nicht da rein, nicht da rein. Irgendwas will es, dass ich hier mache, aber was denn? Wir laufen jetzt auch mal hier lang weiter. Fertig. Oben atmet irgendwas richtig schwer. Gar kein Bock drauf. Also ich gehe mal davon aus, dass es hier weitergeht. Die Anlage sind ziemlich aggressiv. Liegt wohl am Staub in der Luft. Und imperiale Patronen. Wahrscheinlich, Mölfes. Aua. Hier wäre auch was zum Speichern gewesen. Hier gibt's. Das ist ein Machtstein. Fähigkeitsstein. Aus wie ein Fähigkeitsstein. Könnte aber auch wieder ein Machtstein sein. Verwirrung, Großraumfauna. Okay. Fähigkeit erlernt. Halte RB gedrückt, B, um große Kreaturen zu verwirren. Okay. Oh, warte mal. Abkürzung? Na, natürlich nicht.
Das sieht nach Ärger aus. Vielleicht kann er uns aber auch helfen. Oh, ich weiß, was ich mache. Ich weggehen einfach. Greif es an. Hallo. Achtung, Bedrohung. In Ordnung. Mach den Scheide an. Offensichtlich sieht das Oberkommando zu. Greif dich zu seinem nächsten Ziel. Hier auf, Beidung. Ach man. Ich wollte nicht weglaufen. So richtig zu Hause ist das Imperium hier nicht. Okay, erst uns nix. Uiuiui. Da sitzt jemand. Juhu. Sieh dir die an. Okay. For reference, ich wollte gucken, ob ich mich daran halten konnte. Okay? Manchmal muss man Dinge einfach probieren, ja? Ich weiß ganz genau, dass ihr zu Hause auch sitzt und denkt, was passiert, wenn ich dagegen springe? Guck, für euch habe ich das getan. Genau für euch. Okay. So langsam klar, warum ist dem Zeitalter nur noch so wenig, weil die sich bei Sachen dachten, oh, was passiert, wenn ich dagegen springe? Okay, keep it going. Vorsicht, bitte. Was soll ich denn noch sagen? Sieh, ich dachte... Nein, du hast nicht gedacht. Du hast eine Bedrohung erkannt und reagiert. Hätte der Orden schneller reagiert, gäbe es die Republik noch. Das Imperium, die Haxionbrot, die halbe Galaxis will unseren Tod. Ja. Die Chancen stehen gegen uns. Aber sie werden immer gegen uns stehen. Fair enough. Kerl. Du wirst dich nicht aus jeder Situation freikämpfen können, verstehst du das? Guter Punkt. Ja, die haben Fistbump gegeben. Es ist nicht die Zeit für Kämpfe. Wie die Flugsteuerung. Holy, hallo. Das Tempo gefällt mir schon besser. Wohin muss ich denn? Ah, ich bin gesprungen. Okay, das ist sehr verwirrend. Wo kann ich nochmal nachlesen, wie man das Ding fliegt? Moment. Da.
Kerl kann jetzt mit Hilfe eines Relters gleiten. Und wohin möchte ich gleiten? Ah, dahin. Okay. Okay, for the record, nicht A drücken. Aufschreiben, Chat. Okay. Oh, das ist wahrscheinlich die Abkürzung, die zu ist. Da ist jetzt so ein dummer Vogel und ein Sturmtruppler. Tschüss! Boah, du hast ja gar kein Leben. Okay, es war aber der richtige Weg, tatsächlich. Hallo! Komm mal her. Komm. Und tschüss. Oh, was? Das Spiel ist wieder zurückgegeben. Er stürzt andauernd ab. Ah, das ist sehr ärgerlich. Okay. Soweit, so gut. Guck mal, wir haben geholfen. Das sollte reichen. Weiter geht's. Und was hast du gefunden? Hat der mich jetzt angegriffen, ne? Wait, will ich da lang? Ja. Ich frage mich, wie lange das Ding hier drin festsaß. Wie es aussieht, kann diese seltsame Materie hier unterschiedliche Formen annehmen. Hoffen wir, dass wir im Turm der Anlage ein paar Antworten finden. Jo. Ja, Tom. Das glaube ich auch vernünftig. Ich meine, ich kann tatsächlich gerade über diese Ruckler so ein bisschen gerade hinwegsehen. Es geht tatsächlich. Geil finde ich es jetzt nicht, aber hey. Ich habe leider zu sehr Lust auf Star Wars. Okay, ich will auf jeden Fall dahin. Keine Ahnung. Danke für die Hilfe. Achtung! Wir werden dich verfolgen.
Jetzt ist die Frage. Ah, warte mal, da hinten können wir noch ein Hintertürchen, glaube ich, aufmachen, oder? War das hier vorhin? Irgendwo gab es doch Hintertürchen. Ach lol, da war das. Oder? Nein. Naja. Wobei, muss ich das. Muss ich ihn killen? Nee, eigentlich nicht, ne? Der schläft so süß gerade. Wir lassen ihn da einfach schlafen. Oh, nice. Wait a minute, kann ich nicht? So. Technik, die gleiche, die Sees Kammer versorgt hat. Wir nähern uns. Und jetzt? Okay, jetzt nicht mehr ein Double Jump rüber. Oh. Einfach der Schlaue. Guck mal. So schlau war ich gerade, Chat. Das gesehen? Aufschreiben. Wir haben die gesamte Anlage durchsucht. Das ist unser letzter Halt. Wenn es den Schlüssel nach Tenalor wirklich gibt, muss er hier sein. Und wenn nicht, ist bei Sie vielleicht doch eine Schraube locker. Soll ich jetzt einen Cliffhanger machen und sagen, ey, bei der nächsten Folge seht ihr, was das hinter der Tür ist? Nein. Machen wir nicht. Wir haben tatsächlich noch eine Fähigkeit, die wir sogar noch benutzen können. Gehe ich jetzt für Macht? Benebelter Geist verlängert die Zeit, in den Gegner andere Gegner angreifen, wenn sie verwirrt sind. Wenn sie verwirrt sind. Größeres Festhalten. Komm, Gegner heranziehen ist halt auch keine dumme Fähigkeit, to be honest. Ja, es, okay, doch, das macht schon Sinn. Das Siegel kommt mir bekannt vor. Hierher muss Santari Kree also sie geschickt haben. Der Schlüssel nach Tenalor war weggeschlossen. Seit Jahrhunderten schon.
Na, hack mal bitte. Das war's. Klingt, als würde die Anlage hochfahren. Zeit für ein paar Antworten. Und hier stürzt das Spiel nicht ab, nur Kaya. Ist jemand drinne? Willkommen auf Tanalore. Es ist wundervoll. Für die nächste Welt, die wir entdecken, lasse ich euch nicht den Namen aussuchen. Wartet ab. Mich mochtet ihr anfangs auch nicht besonders. Noch ist das Urteil nicht gefällt. Es ist kaum zu glauben, dass sich dieses Paradies auf der anderen Seite des Abyss verbarg. Kommt mit. Ich möchte euch etwas zeigen. Der große Jedi-Ritter Dagon Gera bietet sich mir als Führer in unkartografierten Welten an? Wie könnte ich das ablehnen? Ohne eure Hilfe wäre ich niemals unversehrt hierher gelangt. Oh, seid vorsichtig. Sonst denkt noch jemand, ihr hättet Demut gelernt. Okay. Okay, wir sind auf jeden Fall im Paralleluniversum. Weil BD1 ist nicht bei uns. Und ich kann auch mein Schwert nicht ziehen. Oder mein Lichtschwert. Okay, da lang ist anscheinend der falsche Weg. Anscheinend nicht. Die Macht ist stark hier. Genau wie ich euch sagte. Wir bauen den Tempel hier. Ja. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist wunderschön. Ja, perfekt. Ich habe die Galaxis gesehen, Santari. Und es gibt viele Welten, die das Licht der Jedi nicht erreicht. Ich werde den Hohen Rat bitten, hier Initianten ausbilden zu dürfen. Auf Tanalore? Aber der Planet ist nur schwer zugänglich. Was ist, wenn etwas schiefläuft? Unser Tempel wird eine Bastion für den Orden sein. Hier an der Grenze der Galaxis. Der Abyss blockiert Funksignale. Wir müssen ein Mitglied aus dem Rat der Jedi zu einem persönlichen Besuch einladen. Und hier bin ich. Sie sind schon seit Stunden da drin. Ratsmitglieder sind nicht für ihre raschen Urteile bekannt. Schon gar nicht Meister Rancisis. Mein Duell mit dem Gendai war schneller zu Ende. Ihr habt gesiegt. Habt Geduld. Keine meiner Stärken. Wenn ihr Jünglinge ausbilden wollt, solltet ihr es lernen. Ich habe Vertrauen in euch. Genau wie der Rat.
Vertraut ihnen, dass sie das Richtige tun. Was habt ihr? Warne die anderen. Wir werden angegriffen. Okay. Du bist nicht hier. Du hast hier nichts verloren. Lass mich frei. Bitte. Oh, es ist eher... Seid ihr? Ich hab euch gesehen. Ich bin Cal. Cal Kestis. Und ihr müsst Dagon Gera sein. Ja, der bin ich. Ihr seid ein Jedi? Ja. Seit eurem Weggang sind die Dinge anders. Ein Sith Lord hat die Republik korrumpiert und zu einem Imperium gemacht. Der Orden ist zerstört. Sie jagen alle von uns, die noch übrig sind. Aber ihr seid jetzt hier. Können sie bekämpfen. Gemeinsam. Ich bin zurück. Der Orden ist vernichtet. Ich muss zurück nach Tannelor. Gib dir noch mal so ein Stim oder so. Was ist dort passiert? Wie seid ihr hierher gekommen? Wir wurden angegriffen. Ich habe sie so lange auf Distanz gehalten, wie ich konnte, aber... Es waren zu viele. Eine fürchterliche Schlacht. Doch wir wurden nicht besiegt. Noch nicht. Bis der Rat der Jedi den Befehl gab, Tannelor aufzugeben und dann einen Gegenangriff verweigerte. Sie haben es aufgegeben? Ja. Es war meine Entdeckung. Meine Heimat. Und sie haben verlangt, sie einfach wegzuwerfen. Danke. Wartet. Ich habe den Gehorsam verweigert und wurde von meinem engsten Vertrauten verraten. Hört auf! What? Was habt ihr getan?
Oh nee. Sehr mühsam. Trivial. War's das? Anfänger, was? Das ist wahre Stärke. Angst? Tenelor wird mir gehören. Bitte, stimm zu mir. Dieser erbärmliche Orden wird den Tag bereuen, an dem er mich verlassen und Tenelor aufgegeben hat. Und deine Ding ist, zur dunklen Seite zu wechseln. Spendet Energie. Aufgepasst. Was das? Das ist gar nichts. Uff. Ich werde mich nie wieder einsperren lassen. Macht der Kopf nur so. Ihr wagt es euch gegen mich zu stellen. Nicht euer Feind! Nur wir sind noch übrig! Ja. Was ist mit euch passiert? Ravis! Ich hätte wissen müssen, dass du deinen Schwur hältst. Wartet! What? Alter. Schlüssel nach Tenelor. Meinte Creed Dagon? Wie konnte die Tenelor jemandem wie ihm anvertrauen? Uff. Uff, uff, uff. Jetzt haben wir einen anderen Jedi gefunden, der ist auch noch gegen uns. Oh, Mann. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Gut. Wir gehen mal zurück. Aber ja, Leute, für euch war es erstmal. Ne? Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, Abo raushauen, um die anderen Folgen nicht zu verpassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out.